Hallo Leute, herzlich willkommen zu. Warum denn nicht, ey? Willkommen zurück. What the fuck, Alter? Dr. Klinker. Ja, willkommen zurück bei Auto-Chess, tut mir leid. Shit. Da haben wir so einen massiv nicen Roll für unsere Max und dann gibt's den Gyro J da nicht. Egal. Gehen wir trotzdem drauf, wa? Gucken wir mal, ob das was wird. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, und sonst so, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid alle entspannt unterwegs. Euch geht's gut, ihr habt keinen Stress, keine Sorgen. Ihr lebt einfach erstmal vor euch hin, bis ihr das nächste Ziel vor Augen habt. Philosoph Daros am Start. Wir ignorieren den Bounty Hunter, kaufen Clockwork und Tinker. Machen wir so. Mal gucken, ob das was wird. Yes, was gibt's so zu erzählen? Ich habe tatsächlich angefangen, The Witcher zu gucken. Also für die Leute, die The Witcher gespielt haben, ich habe es ja nie gespielt. Ich glaube, viele waren ein bisschen enttäuscht, aber die meisten Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, die Serie geguckt haben, finden diese Serie extrem gut. Und ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe ein bisschen reingeguckt, als Peter das gespielt hatte. Und ich muss gestehen, ich finde die Serie extrem geil. Also sehr viel nackte Haut, sehr viel Brutalität. Ich meine, was willst du denn mehr? Ja? Fabelwesen, Monster. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Also ich finde es ganz cool, aber ich kann verstehen, wenn das von der Story nicht so aufgreifend ist, dann ist es natürlich ein bisschen problematisch. Aber ja, wie gesagt, ich finde es extrem nice. Mir macht Spaß. Bin aber auch erst bei der vierten Folge oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie viel es gibt. Ja. Für Leute, die sich also dafür interessieren, für viel nackte Haut, Brutalität und sowas, The Witcher it is. Okay, jetzt haben wir den Gobbly Gob Gob nicht bekommen. Eyes up and shields front. Juggernaut stands ready. Dann machen wir das vorerst so. Wir haben ja quasi noch eine Runde Zeit, um irgendwas zu bekommen. Ein Timbersaw zum Beispiel. Natürlich übelst nice, wenn wir jetzt schon in der nächsten Runde... Oh, was habe ich gedrückt? Gehen wir da auf. In der nächsten Runde einen Timbersaw bekommen könnten. Das würde mich auf jeden Fall sehr... Guckst du ab oder was? Ich glaube, er guckt ab. Ich sehe Clockwork Timbersaw auch hier oben. Hoffentlich haben wir mehr Glück. Wir haben es auf jeden Fall noch nicht mit den Items. Das ist gut. Dann stellen wir... Ah, wobei, wir stellen dich mal rauf. Ah, Moment. Die Konstellation ist, glaube ich, erstmal besser. Machen wir vorerst so und das bekommst erstmal du. Gucken wir mal. Ja, also was ich nur sagen kann, ist, dass ich mich entschuldige, wenn ich ab und zu halt nicht up to date bin oder einen Tag lang kein Videos kommen oder ich irgendwie so ein bisschen neben der Spur wirke. Zurzeit ist ziemlich viel los und irgendwie es ist schwierig sich zu konzentrieren und irgendwie bei der Sache zu bleiben und naja, alles richtig zu machen. Ich hoffe, das könnt ihr mir ein wenig verzeihen. Er hat alle drei auf Jug gemacht. Ich hoffe, dass ich das die nächsten Wochen alles anpassen und ändern kann und dass es auch wieder sich bessert und so weiter. Aber wie gesagt, jetzt gerade ist es ein wenig schwierig, zu viel zu tun, zu viel im Kopf, zu viel zu machen. Das lassen wir so, oder? Lassen wir das so. Lassen das so. Spring dare not show its face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gucken wir mal, was daraus wird. Wäre natürlich jetzt hammer nice, direkt zu gewinnen. Mit einem Mac übrig. Miggledy, Miggledy, Mag. Auch gegen Level 2er mit Elements.
Und der Goblin-Bonus ist auf den Juggernaut. Oh mein Gott, wir gewinnen. Wie geil ist das denn? Das ist ja hammernice. Richtig gut. Bam, badam, bam. Bleep, bloop. I am a robot. Yeah, just kidding. There's a price on all of their heads. Ich möchte natürlich so clear wie möglich die Mechs behalten. Deswegen stelle ich natürlich noch einen Mech mehr rauf. Wir könnten Undeads raufstellen. Zwei, das heißt dich und dich. Die beiden. Ich denke aber so ist das okay. Du bist der Damage. Wir lassen das mal so. Wir haben noch Hunter. Wir hatten drei Hunter. Eins, zwei, drei Gold für dich. Hm. Leider kämpfen wir auch gegen Leute, die halt nicht schlecht unterwegs sind, ne? Du hast jedenfalls den Goblin-Bonus, das ist schon mal etwas. Ja. Oh boy, das sind eigentlich die Runden, die wir gewinnen müssen. Time for target practice. Eigentlich sind das die Runden, die wir gewinnen müssen. Is a bright. My arrow pierced. Guess we better. Yep. Ja, wir brauchen drei Max drauf. Undead ist es nicht, dann machen wir das eher so. Wir brauchen halt einen Tank Level 2, ne? Das war okay, ja. Okay, die Runde gewinnen wir, das ist gut. Free Rolls. Das ist halt die Frage, ob man die verwendet, ne? Könnte natürlich unseren. Das Ding ist, wenn wir sie jetzt verwenden, könnten wir natürlich einen Clockwork bekommen, wir könnten auch einen Tinker Level 2 bekommen, wir könnten Level 2, also wir könnten halt stärker werden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der richtige Weg, die zu nutzen. Das heißt, dass wir, wenn wir sie haben, wir sie auch nutzen, damit wir stärker werden und mehr von denen bekommen können. Aber jetzt machen wir das so, dass ich das diese Runde noch nicht mache, denn falls wir welche kriegen, müsste ich halt die kaufen, hätte kein Gold mehr. Und so können wir jetzt auf Level auf 10 Gold kommen, wenn wir gewinnen oder Enchantress verkaufen. Der hat auch Max. Level 2 Clock zu Level 2 Tinker. Und kein schlechter Konter mit dem Anti-Mage. Okay, immerhin kommen die Rockets. Wichtig, wichtig. Aber wir haben keine Max mehr übrig. Ja. Ja, das meine ich halt, ne? Wir hätten das vielleicht anders machen können. Nun gut. Sei es drum. Wir haben uns dazu entschieden. Stehen wir hinter. Trolls. Wir leveln auf. Dr. Klinker. Enchanted, I'm sure. Naja, okay. Enchanted, I'm sure. In green, I go. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Dann haben wir dich jetzt noch mit drauf. Noch ein Undead.
gegen die Warrior. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Er hat ein Tastlevel 2, aber das war's. Und unser Mech steht ganz gut. Jawohl. Das Ding ist, wir können sowieso rerollen, denn wir brauchen prinzipiell jetzt erstmal die Low-Leveling-Geschichten. Ne? Wenn wir jetzt High-Leveln, damit wir High-Chess-Pieces bekommen, das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Jedenfalls nicht am Anfang. Wir wollen die halt schnell hochleveln. Jetzt zum Beispiel brauchen wir einen Timbersaw, Tinker. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber hey. Runde 10. Da müssen wir natürlich jetzt nicht viel machen. Wir könnten... Was mache ich denn mit dir? Oh. Not quite sure. Das ist doch mal ganz gut. Jetzt brauchen wir noch ein Clockwork. Clockwork, Timbersaw. Dann sind wir auf jeden Fall im Rennen. Gut, jetzt haben wir noch ein Undead. Leveln können wir noch nicht. Ich könnte jetzt das so machen. Somit haben wir auf jeden Fall Undeads. Und wir haben halt noch mehr Mechs drauf. Ich glaube, das ist jetzt erstmal besser, als die Hunter zu spielen. Er hat zum Glück keine Items. Amirana macht schon echt viel Damage, so. Ja. Okay, krass. Das ist ganz schön doll. Aber auch unlucky, dass wir gegen die Leute antreten, die uns wirklich schlagen gerade, ne? Nun gut. Komme, was wolle. Wir geben uns Mühe. Versuche die richtigen... Also ich versuche ja plausibel zu spielen. Time for target practice. Nur manchmal ist es nicht das Wahre. Ich stelle euch mal weiter vor. Ich würde gerne dich weiter nach hinten stellen, als Sicherheit. Undeads. Wir haben halt noch einen Bounty Hunter Level 2. Undeads Hunter. Können wir wieder gegen jemanden gewinnen, bitte? Das sieht machbar aus. Johnny Kakao. Na, immerhin. Ich weiß halt nicht, ob wir die aufsparen sollen bis zum nächsten Level. Also, wir könnten jetzt aufleveln. Okay, wir leveln auch auf. Weil wir haben halt den Bounty Hunter noch. Die Möglichkeiten zu den Huntern generell. Wenn wir auf Undead verzichten würden, hätten wir Hunter. Ja, wir leveln auf. Ich roll jetzt nicht diese Runde. Weil ich den Space nicht habe, auch wenn wir einen Bounty oder Timbersaw bekommen könnten. Ich glaube, ich lasse dich auch tatsächlich mit drauf. Wir müssten dich austauschen und dich. Oder noch einen Tinker runter für drei Hunter. Nee. Hm. Die Rockets treffen alle, oder? Nee, okay.
Nice, das Ding haben wir. Und gegen den auch. Perfekto. For the right price, anything. Immer noch Wizards im Kopf. There are none who cannot be mimicked. Not sure. Ah, das ist der, den wir gerade besiegt hatten auf seinem Feld. Das sieht auch hier gut aus. Perfekt. Er ist geschrumpft. So muss das sein. Interessant. Time for target practice. The Stormcrafter comes. Interessant. Wir hätten jetzt Level 2. Wir könnten halt 3 Hunter spielen. Sie bringt uns in der Hinsicht aber nichts, weil sie eine Elfe ist. Wir könnten 3 Elfen, 6 Elfen, nee. Wir brauchen halt ein Hard Carry in der Story hier. Eigentlich will ich natürlich gerne Alchemist spielen. 3 Hunter. Nee. Ich verzichte drauf und konzentriere mich auf Late Game und schaue, ob das was werden kann. Für Radiance wäre hammer nice. Blink Dagger ist okay. Den wollten wir doch haben, den Lümmel. Geben dir Blinkdagger. Hoffen wir auf 5 Gold. Kriegen sogar Max Gold raus. Nice. Will ich dich jetzt raufstellen für irgendjemanden? Nö, I don't think so. Wizards. Ah, das ist der Boy mit der Winning Streak. Das wird schwer. Bevor sie jetzt ihre Ulti macht. Ja. Okay. Er hat aber auch ein Leben an Limit, der Typ, und ist ziemlich eindeutig besiegt hier. 40 Gold. Wir haben immer noch ein Timbersaw Level 1 drauf. Und wir brauchen halt aber 3 Max. Was mache ich nur mit euch? Ja? Bleiben erstmal so 40 Gold. Wir haben eh keine Winning Streak. Der Ogre hat seine Ulti noch nicht rausgehauen, das ist ganz gut. Ja, sie gegeben. Dem Razor. Okay, den könnten wir töten, bevor sein. Nein, never mind. Okay, wir sind dead. Das Silence hat uns gekillt, glaube ich, ne? Wir haben 3 Free Rewards. Ich werde sie gleich mal verwenden, denke ich. My quiver and bow are ready. Na komm.
Das war sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, was ich mit der Drone machen soll da. Kann man das gewinnen? Sieht machbar aus. $50, it is. Gobs, ne? Was haben wir an Undead-mäßiges noch im Late Game? Nichts. Naja, die Visage, aber. Okay, Hunter. Zwei wären's. Tide Hunter? Nope. Oh, der hat uns besiegt. Oh, der hat Lotus Orb. Not bad. Ja, ja, teilt euch den Damage mal auf, du. Super smart, Boys. Wir können den Scharbacken immer noch nicht besiegen. Das ist ja schon ziemlich frech, ne? Help, I need somebody, help. Relax, Boys, relax. Ich meine, wir sind immer noch mit Level 7, 56% Health. Jetzt müssen wir aber langsam Level 8 gehen, sodass uns niemand was klauen kann. Ne? Jutnal und Daggies. Wir kriegen aber gute Items, so, das kann ich nicht anders sagen. Schmarting. Natürlich gehen wir auf Health. I've waited for this moment. Okay. Dich oder Draw? Stellen wir dich mal auf, du hast ja auch quasi einen Undead-Bonus. Das machen wir mal so. Und ich glaube, die Konstellation. Ich würde dich gerne als Carry haben, aber sofern du Level 1 bist, Alter. Sorry, aber Bro, da kannst du auch nicht viel. Oh, gegen die Mages wieder. Sind wir dead as fu? Leider. Hat er unbedingt Stück? Nein, leider nicht. Belastend, belastend. Ah, ja. Ich will mal ein bisschen runter. Warum nicht? Kann ich vielleicht einen Rolls? Ja, das waren gute Rolls. Wir haben hier noch ein IO. Und ein paar Items, aber das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Items jetzt an Alchemist geben soll oder nicht.
Wieso spielen so viele Leute so Unsinn? Also Unsinn, den ich nicht besiegen kann. Ich gucke übrigens immer nach links wegen den Lautstärken, weil ich das Gefühl habe, auf meinem Ohr ist es so unendlich laut. Kann man das... Oh, please! Wir können es schaffen. Perfekt. Das haben wir gebraucht. Ja, endlich mal wieder. Okay, wir haben wieder 50 Gold. Roll ich for free noch? Nö. Obwohl, doch. Die brauchen wir aber nicht. Ich meine, ich habe einen Free Roll, wenn ich gewinne. Dann sollte ich auch auf Level gehen, ne? Du Tanky. Ich gebe dir das trotzdem, Alter. Radiance. Will ich das auf dir haben? Wir haben den Clockwork fast auf... Also, das geht schon Richtung Level 3. Tinker aber auch. Sorry, ich geb's trotzdem nie, Alter. Ich glaube an dich. Allgemein glaube ich nicht. Vielleicht sollte ich mal gucken, dass wir den Tinker jetzt auswechseln. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass er uns zum Reroll-Sieg führt. Nice, er tankt so richtig gut. Okay. Belastend. Heraus. Ja. Gib mir Items. Ich glaube nicht, ne? Er kriegt. Keiner. Ja, nice. Ich wollte eh nix. Ich wollte eh nix. Okay. Tinker haben wir runter. Hau ich dich mit drauf? Oh ne, Moment. Du bleibst drauf. Ne, ich hau dich mit drauf, oder? Mehr Tankiness, maybe. Vielleicht ist das der richtige Plan. Mit Wizards hättest du übrigens schon die ganze Zeit 6 Goblins. Ja, I know! Mann, ey, ist doch nicht so. Oh nein. Okay, immerhin hat er es noch rausgekriegt. Alles klar. Das sind die Birds. Hm. Das ist aber ein bisschen... Alter, what the heck, Jung? Läuft nicht so bei uns gerade. Undead Warlock. Hm. Ich meine, sie geht halt Richtung Level 3 und ihr schreibt mich immer an, wenn ich einen Level 3er quasi weghau, ne? I'm gonna chill. Auch wenn das ein Warlock ist. Okay. Kriegen die ganze Zeit echt fast immer Items. There we go. Oh. I'm the brains. And I'm the brawn. Ich roll. Rolling, 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 rolling. Nope. Come on, wir bleiben auf 30. Ich gebe das tatsächlich dir, oder? Ich könnte... Nee, der Alchemist wird Level 2 safe. Ich konnte ihn ja mit dem Io ja schon aufleveln. Hätte ich tun sollen. Ich habe überlegt, ob ich das für einen Dreier halten soll. Oder für Techies. Aber ich denke, für Alchemist Level 2 ist es am klügsten. Oh, gegen den haben wir leider keine Chance hier. Damage.
Aua. Erstmal rollen wir. My quiver and bow are ready. I have waited for this moment. Bleep, bloop. I am a robot. Yeah, just kidding. Whatever you say. Bleep, bloop. I am a robot. Yeah, just kidding. Okay, das ist unser Warlock. Wir haben jetzt Invoker drauf. Was wirst du jetzt invoken? Oh, EMP, dass sie kein Mana mehr haben. Aber das juckt die anscheinend nicht. Denn sie haben eine Crystal Maiden Level 3. Sind wir raus? Nein. Okay, ein bisschen belastend ist es trotzdem. Oh, shit. Wieso haben wir gegen den... What the heck? Er hat gegen uns Hardcore in die Tonne gegriffen und dann... Okay, das war frech. Jetzt haben wir hier noch eine Visage. Ah, komm. Wer will dich schon? Oh. Moment. Ach ja. Dann kannst du jetzt rauf. Jetzt haben wir hier 4 Gobs. Wen habe ich da runtergegangen? Ach, dich. 5. Right? Ich meine, das sind einen anderen drauf zu stellen macht keinen Sinn. Wir hätten Visage kaufen können, aber nee. Ich glaube, das ist okay. Tiny Level 3. Mal gucken, ob wir bestehen können. Wenn wir jetzt verlieren, sind wir wahrscheinlich raus. Was hast du für mich? Ah, okay. Gegen die Warrior macht er seine komischen Magma Boys. Aber sieht gut aus. Nice. Und auch gegen Johnny. Johnny ist raus. Johnny ist rausgekickt. Oh, da ist der Tinker Level 3. Dafür müssen wir den Timbers auch verkaufen. Okay, wir brauchen noch 2 Bounty Hunter. Und für unsere Legend. Ich finde das ganz interessant, dass ich einen Draw Level 3 habe und einen Abaddon Level 2 da irgendwie auf dem Feld stehen habe. Oh, gegen den Best Player hier, gegen den Stärksten. Was macht unser Invoker? Was hat er gemacht? Achso, wieder Magma Boys. We are strong boys. Sehr gut. Okay. 130. Okay, also was wir brauchen... BKB für dich vielleicht. Wir brauchen ein Mana-Item für dich, maybe. Oder für dich. Ansonsten Dagon nochmal verstärken. Mask of Madness wäre möglich. Okay, gucken wir mal. Diesmal gab es keine Items. Okay. Blightstone, maybe. Wir haben halt gar nichts hiervon. Dann nehmen wir dich. Gib ich dir. Schade. Wir brauchen halt immer noch weiter ein Glück. Also eine Invoker Level 2 wäre wirklich interessant. Schauen wir mal. Oh, das ist der Boy. BKB hat er mittlerweile.
Okay. Alright. Den haben wir kaputt gemacht. Richtig gut. Ja, Timmer, so I don't know. Wenn ich die beiden verkaufe, hätte ich zwei Rolls halt für den Invoker. Ja, komm. Selbst wenn wir nur locken, ne? Okay, gibt es nicht. Visage wäre noch hier. Also ich bin halt auf der Suche nach einem Invoker und zwei Bounty Hunter. Ich glaube, das ist... Ja, Techies, ne? Aber... So, was macht unser Invoke? Ah... Das ist, dass sie nicht mehr angreifen können. Invoker ist doch sehr viel stärker, als ich dachte. So nice. Ich habe auch jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich sparen soll, aber ich habe Schiss, dass ich quasi... Okay. Schade. Ja, Alchemist bringt mir jetzt gar nichts. Wir brauchen noch einen Bounty Hunter. Einen Invoker. Wenn wir Io kriegen, natürlich Invoker. Keine Diskussion. 33. Es ist noch keiner sehr viel stärker geworden gerade, ne? Vor ihm habe ich ein bisschen Angst. Schauen wir mal. Das ist auch der Mage. Invoker, komm. Ja, gut, 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 gut. Enigma Ulti ist wichtig gewesen. Reicht. Er ist noch drin. Ich meine, die bleiben alle gerade ziemlich beständig, ne? Come on, Bounty Hunter. Na, okay, da ist er. Natürlich werde ich jetzt nichts verkaufen. Ja, wenn wir, ich meine, ich muss ihn nicht locken, denn wenn wir gewinnen, also wenn wir nicht gewinnen, also wir eh raus, würde ich fast behaupten, na, wohl 10 AP, könnten wir das schaffen. Wir werden aber gewinnen. Oh. Das wird jetzt schwierig. Nicht gegen ihn, nicht gegen ihn, nicht gegen ihn. Nicht gegen ihn, nicht gegen den Salomo, Samlo. Oh mein Gott. Fuck. RBKB. Und er hat auch einen Invoker. Sunstrike, okay. Invoker zu spät. Quatsch, unser Enigma war zu spät. Wir sind aber Dritter geworden. Oh, boys, I don't know. Wäre es mit dem Bounty Hunter Level 3 besser geworden? Meinst du, wir hätten die Runde vielleicht sogar überstanden, ne? Er hätte noch ein Piece mehr töten müssen, glaube ich, dann wären wir noch eine Runde weiter. Aber hätte das für den Sieg gereicht? Ach, guck mal. Dass wir das verloren haben, ist schade. Wir haben halt kein Techies bekommen. Ich hätte auf Wizards gehen können. Ja, I know. Wahrscheinlich auch ganz klug gewesen, da wir nur einen von zwei möglichen Goblins gehabt haben, denn wir hatten auch keinen Snapfire, ne? Nee. Aber okay. So ist das Leben halt. Meine Güte, was soll's. Letztendlich kommt man im Voker ein bisschen länger zugucken, was nicht schlecht ist. Der verliert gegen den Dragon hier, oder was? Na, nicht, wenn du noch einen Stun rauskriegst. Jetzt? Ja. ...50 gegen 40 AP. 38 Gold, 48 Gold, Level 10, Level 9. Wir brauchen noch zwei Slader, zwei Eggs. Ja. Er ist jetzt Level 10 gegangen. Was hast du denn jetzt? 6 Hunter, 2 Götter, okay. 2 Wizards. Jetzt brauchst du die Wizards ja gar nicht mehr. Okay. Hey.
Ah, der Terrorblader rasiert da einfach durch. Selbst mit einem Blatt, hier, mit einer Broodmother Level 2 ist da nichts mehr. Also das Match ist verloren für ihn. Er farmt sich jetzt nur noch hier seine Level 3er. Ach, guck mal, jetzt sogar so ein Pet. Sehr witzig. Das ist eine aus dem Auto-Chess Mobile Pet. Oder Epic Store Auto-Chess. Eine Ex noch. Mal gucken, ob er jetzt all in geht. Broodmother 2, das ist natürlich insane. Not. Alles klar. Jetzt rollt er aber auch, ja. Komm, roll doch weiter. Ich will deine Ex Level 3 sehen. Slada Level 3, Husker Level 2. Come on, Boy. Naja. Die Bootmother hat absolut gar nichts gemacht. Jetzt geht er aber all in hier. Safe. Mal sehen, ob er den Slader und den Axe noch Level 3 bekommt. Kein Glück in den Rolls, wie es aussieht. Du hast gerade keinen Platz mehr. Den kaufst du? Ja, was hast du vor? Ah. Das Match ist aber vorbei. Wait, what? Was ist passiert? Ich habe nicht aufgepasst. Hat er einen Kunker? Habe ich das richtig gesehen? Nee, er hat sich die Kunker-Ulti gezogen. Witzig, dass das was gebracht hat. Ey, aber jetzt hat er Husker Level 2. Er konnte sein Tod noch... Ah, jetzt... Lustig, wenn er jetzt gegen die Trolls verliert. Und ein Slada Level 3. Come on, Exkris auch noch zusammen. Und ein Kunker. Komm schon. Mach weiter. Sehr gut. Okay. Witzig, ey. Kleiner dieser Chess hier, das gefällt mir richtig gut. Hätte ich auch gerne. An den halt die ganze Zeit, das ist voll krass. Oh ja, der Tango! Gönn dir, Bruder! Er hat 3 AP dazu bekommen. Ich denke, es ist vorbei. Er hat einen Husker Level 2 jetzt, einen Slayer Level 3 jetzt. Oh, Kunker Level 2.
Das wird wohl das GG gewesen sein. Aber naja. Dann nutze ich mal die Gelegenheit, um mich zu bedanken bei jedem Einzelnen, auch wenn die letzten Folgen vielleicht ein bisschen... The fuck? Was soll der Unsinn hier? Naja. Auch wenn die letzten Folgen ein bisschen durcheinander gewirkt haben oder nicht so ganz konzentriert, ich versuche mich zu bessern. Zurzeit ist viel los, aber das wird sich wieder fangen. Vielen Dank für den ganzen Support bis zum jetzigen Augenblick. Die Runde war okay. Wir konnten mit den Wizards, hätten wir vielleicht auf 6 Goblins spielen können, aber somit haben wir im Voka ein bisschen länger testen können, auch nicht schlecht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Rein, macht's gut. Tschüss.